Hallo, meine Freunde. Wie ihr seht, erkennt ihr nichts. Es ist ein neuer Server, auf dem ich jetzt spiele. Der Game Reset Server, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Der Game Reset Server ist leider ein bisschen, naja, abgebrochen worden. Und deswegen musste ich mir was Neues suchen und habe hier was Neues gefunden und habe mir auch schon ein bisschen Mühe gemacht. Und das ist mittlerweile mein neues Grundstück, meine neue Heimat bei Minecraft. Ich habe hier so ein kleines Hausschaf, was nichts zu essen hat und deswegen einfach so aussieht, wie es jetzt aussieht. So eine kleine Skulptur auf dem Dach gebaut. Das Haus ist auch schon fertig. Gucken wir uns gleich von weiter weg an. Habe auch schon so ein Poolhaus gemacht. Und ja, schauen wir uns mal alles andere an. Hier ist das Wohnzimmer. Normal so ein bisschen zum Hinsetzen. Ofen zum Wärmen sind auch da. Die Pflanzen fehlen noch. Die habe ich jetzt einem anderen Spieler gerade ausgeliehen. Die kommen sicher bald wieder, dass ich dann entsprechend die Pflanzen da auch reinmachen kann. Bisschen mit Teppich gearbeitet. Gar nicht mal so verkehrt. Hier die beiden Kisten, die ich habe. Mehr habe ich auch nicht. Oben habe ich noch. Oh, ich bin zu blöd, gerade hochzugehen. Hallo? Zaubertisch, damit ich alles Notwendige verzaubern kann. Also, das ist wirklich nur ein kleiner Dachboden zum Zaubern. Unten geht es dann weiter. Hier ist so der Eingangsbereich. Hier ist dann mein Schlafzimmer mit einem kleinen Kamin, damit es hier auch nicht so kalt wird. Ein bisschen Deko an den Wänden, ein Doppelbett, aber ganz schlicht gehalten eigentlich. Das ist mein Zuhause. Dann gehen wir rein in den Garten. Sonne geht zwar gerade unter, aber das ist nicht so schlimm. Hier, also ist natürlich jetzt noch nicht komplett fertig. Bin jetzt auch seit 3 Tagen erst dran, hier was zu machen. Hier ist so eine kleine Chill-Area, damit man aufs Poolhaus gehen kann. Da ist das Dach von unten. Hier kommt sicher auch noch was Schönes hin. Hier ist erstmal mein Eingang zu einer kleinen Höhle, dass ich Materialien finden kann. Hier ist so ein kleines Weizenfeld, was ich jetzt neu angelegt habe. Zuckerrohr drumherum. Ja, und das ist eigentlich schon fast alles. Kann jetzt nochmal, ja, also hier ist auch so ein Eingang, aber man kann auch nicht reinkommen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Und hier kann man dann, wenn man möchte, noch ein bisschen angeln. Und das ist eigentlich der neue Server. Gibt auch schon einen Spawn, da gehen wir mal schnell hin. Bisher haben wir auch erst 5 Spieler. Deswegen, wenn jemand mitspielen will, kann er sich gerne mal melden. Oh, ich ziehe mal lieber meine Rüstung an, wenn ich schon mal unterwegs bin. Also wer mitspielen will, meldet sich einfach und dann regeln wir das. Dann schauen wir mal. Oh, ein Creeper. Explosionsschaden ist natürlich aus. Sonst wäre schon einiges kaputt gegangen. So, dann sehen wir da schon den Spawn. Auf dem Weg sind ein paar Creeper. Yippie-a-yo. So, hier ist der Spawn und auch Portale, wo man in andere Welten gehen kann. Hier ist schon mal ein anderes Grundstück, auch sehr schön gebaut. Guck mal, eine sehr schöne Brücke. Hier kann man dann reingehen und in die verschiedenen Welten kommen. Und hier haben wir dann noch andere Leute. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier auf der Seite auch noch so ein kleines Rathaus. Ist jetzt noch nicht eingerichtet. Habe ich auch gebaut für den Server. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Lage ist jetzt nicht die beste. Dann gehen wir kurz rein. Ist jetzt noch nicht eingerichtet. Hier kann man zum Beispiel noch einen Keller einrichten, wenn man möchte. Oben ist auch noch nichts weiter. Also wirklich erst nur das Grundgerüst sozusagen gebaut. Und der Admin kann ja dann entscheiden, wie er das nutzen möchte.
Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, damit wir das Haus mal ein bisschen von weiter weg betrachten können. Jetzt kann ich wieder nicht rennen. Ach, liebe Creeper. Aha, nicht explodiert. Oh. Jetzt bin ich leider ein bisschen falsch gelaufen. Hey. So. Dann versuchen wir mal das Haus ein bisschen von oben zu sehen. Gehen wir mal hier auf die Baumkronen. So, gehen wir noch ein bisschen weiter hoch. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Da. So. Also da ist mein Haus. Ein bisschen weiter. Die Ziegel haben ein bisschen gedauert, bis ich sie bekommen habe, aber ist, denke ich mal, ganz schön geworden. Habe ein paar Bäume davor gepflanzt, dass man nicht sofort reingucken kann. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.